gerade aktuell noch in Berlin. Und heute, in diesem Video, küren wir den Gewinner für die PS5. Elmo, was sagst du dazu? Immer Fütchen. Fein. Elmo ist auch dafür. Also, let's go. So Leute, das hat gerade noch geklingelt. Es war nicht die Glücksfee. Ich glaube, es war Amazon. Danke. Ja, ciao, ciao. Die Glücksfee ist am Start. Ja, schönen guten Tag. Die Glücksfee wählt jetzt einen glücklichen Gewinner aus. Ich stelle die Kamera jetzt mal hin, denn wir drehen das Ganze nicht nur für YouTube, sondern natürlich auch für Instagram. Also, kann man erstmal aufstellen. Wir sind jetzt hier unter dem Bild sage und schreibe 1356 Kommentare. Kommentare, Kommentare, Kommentare. Wer wird der Glückliche sein? So Leute, die Glücksfee ist endlich da und wir nehmen das Ganze nicht nur auf für Instagram, sondern auch hier für YouTube. Also, ich drehe die Kamera jetzt mal um, scroll mal hoch und runter, lass das Glücksrad rollen und wähl einen glücklichen Gewinner aus. Uno, dos, tres. Hast du einen? Ja. Und zwar? Kevin-Junior97. Kevin-Junior97. Hat er auch drei Leute markiert? Ja. Und einen Like bekommen sogar. Ich lade jetzt die Story hoch. Der Kevin hat jetzt 24 Stunden Zeit, um sich bei uns zu melden. Der kriegt jetzt eine Voice-Nachricht von mir geschickt und dann warten wir auf seine Rückmeldung für die Adresse. Story geht jetzt online. Hey! So, Kevin, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob du die Nachricht schon gesehen hast, aber du bist der glückliche Gewinner. Herzlichen Glückwunsch, du hast die PS5 gewonnen. Schick mir jetzt noch kurz eine Direct Message bitte innerhalb der nächsten 24 Stunden. Ganz wichtig, sonst suchen wir einen neuen Gewinner aus. Mit einem Screenshot, dass du mir auch auf YouTube folgst und natürlich auch ganz, ganz wichtig, deine Adresse, damit wir dir die PS5 zukommen lassen können. Herzlichen Glückwunsch auf diesem Wege. So Leute, das coole Stück steht noch neben mir. Die PS5 ist noch hier. Der Abonnent musste mir nämlich noch einen Screenshot schicken, dass er mir auch auf YouTube folgt. Das hat er mittlerweile gemacht und der musste mir auch noch seine Adresse durchschicken. Und ich habe jetzt gedacht, bevor ich diese PS5 irgendwie in die DHL, zu DHL gebe oder in die Deutsche Post gebe und die möglicherweise nicht rechtzeitig ankommt, habe ich gedacht, ich überbringe die PS5 persönlich. Ich muss jetzt tatsächlich quer durch Deutschland fahren, das wird jetzt ein richtig langer Weg für mich werden, aber ich hoffe, dass der Weg sich lohnen wird und wir eine richtig gute und große Überraschung machen können. Also ich will gar nicht mehr lange schnacken, sondern wir müssen auf die Autobahn, also let's go. Leute, Baby ist 100% verpackt. Krieg jetzt Elmos Sitz, ja. Solange Elmo nicht da ist, ist die PS5 da. Also alles sicher. Ich habe jetzt keinen Bock mehr gehabt, das Ding zu verpacken, aber er kann dann direkt wahrscheinlich auch auspacken und anfangen zu zocken. Da ist es. Die Maske muss sein. So Leute, zweite Mal tanken, ja. Tankstelle keinen Empfang hast und extra rausgehen musst, um deine Pumpe zu aktivieren. So, Autobahn-Lifestyle, McDonalds. Nicht so oft machen sowas, ne? Ganz ungesund. Komm mal bei McDonalds, bitte. Hallöchen. Hallo. Danke. Hallöchen. Dankeschön. Dankeschön. Danke, ciao. Ciao. War safe mit drei. Scheißen immer lieb. Wir fahren Auto die zweite. Genau. Klasse. So Leute, wir sind jetzt schon über 4,5 Stunden unterwegs, quer durch Deutschland geheizt. Gleich sind wir da. Jetzt erstmal noch ein bisschen Mucke rein und dann die letzten paar Meter nochmal. Weihnachtsmütze, Bart, ja. Ich habe auch das Geschenk nicht verpackt. Also, das Geschenk nicht verpackt. Sorry dafür, ja. Aber er weiß ja, was er kriegt, ja. Das ist von daher. So, Leute, da sind wir. Fahren wir einfach mal hier auf den Hof auf. Mehrere Häuser. So, Leute, das Wichtigste zuerst, ne? So. So Leute, das gute Stück muss jetzt hier auch entsichert werden.
Hier ist es, Leute, hier ist es. Wollen wir mal richtig werden. Ich klinge gleich mal, lieber gibt es den, oder? Jo. Scheiße. Wie lange arbeitet er noch? Wann kommt er wieder ungefähr? Also 8 Stunden. Fuck. Ein kleiner Beobachter. Scheiße. Ja, okay, dann müssen wir mal. Ja, gut, aber trotzdem, dann sage ich mal danke. Okay, top. Danke dir. Ciao. Scheiße, Leute, es regnet es auch noch. Jetzt habe ich mal das Gefühl vom DHL-Menschen, ja, der immer ein Paket bringen muss und dann die Leute nicht da sind. Wieder sichern das Teil. Sicher. So, Leute, also der Kollege ist noch arbeiten. Die Freundin hat ihn jetzt angetickert und der wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen früher Schluss machen. Wir warten so lange, bis er wiederkommt. Dann können wir ihm tatsächlich auch die PS5 persönlich übergeben. So, Leute, langsam wird es dunkel. Aber ich hoffe, dass der Kollege gleich kommt. Gucken wir mal. So, Leute, kann sich nur noch in wenige Stunden handeln. Ah, ich glaube, das könnte sein. Ja, das könnte ja sein. So, jetzt mal Maske über wieder. Ne? Alles hier Corona. Na, du bist Kevin? Ja. Liebchen. Hammer, ne? Ich hab was für dich. Nee, ne? Ich hab ja gesagt, ich bring das Ding persönlich vorbei. Und ein Mann, ein Wort. Und ich hab gesagt, ich überrasch dich. Bitteschön, du hast die PlayStation gewonnen. Danke dir. Krass, Hammer. Viel Spaß damit. Ja, danke fürs Mitmachen. Dafür nicht, danke dir. Hammer. Sehr, sehr gerne. Krass. Weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, viel Spaß damit. Ich kann sagen, viel Spaß, frohe Weihnachten, bleib gesund. Wie wir die haben. Und guten Rutsch dir. Hammer. Meinst du, hätte ich noch mehr sagen sollen? Hätte ich mir mehr quatschen sollen? Nee, wa? Ich meine, wir sind jetzt auch schon Ewigkeiten unterwegs gewesen, ey. Einfach daher, aber ich glaube, der hat sich gefreut, oder? Der, ja. Aber der wusste von seiner Freundin wahrscheinlich, dass wir jetzt hier stehen. Aber gut. Mission erfüllt, Leute. Mission erfüllt. Der Gewinner hat seine PlayStation bekommen. Und ich wünsche euch allen da draußen in diesem Sinne frohe Weihnachten. Denkt dran, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht das Geschenk bekommen habt oder auch die PlayStation nicht gewonnen habt oder vielleicht auch nicht das Geschenk bekommt zu Weihnachten, was ihr euch gewünscht habt. Leute, es gibt viel, viel wichtigere Dinge als materialistische Sachen. Und gerade in Zeiten von Corona weiß man dann doch die Gesundheit sehr zu schätzen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen frohe Weihnachten, guten Rutsch, bleibt gesund.